Leute und willkommen bei Tides Ferienakademie. Wir sind Franka, Jasmin, Michelle und David. Wir haben uns auf die Suche nach einem schönen Ort in Hamburg gemacht. Wie ihr seht, sind wir hier im Stadtpark. Wir haben uns hier die Frage gestellt, was und wer diesen Ort besonders macht. Deswegen haben wir uns für euch auf die Lauer gelegt. Seit 100 Jahren ist der Stadtpark ein Park für jedermann. Vom Planetarium über Minigolf bis zum Kanuverleih ist für Groß und Klein was dabei. Bei gutem Wetter genießen hier jeden Tag bis zu 100.000 Menschen Sonne und Sommer. Also mit Freunden gerne grillen oder eben hier im See baden gehen vor allem. Ich war gerade mit meiner Freundin unterwegs und wir haben uns einfach hingelegt und ein bisschen Musik gehört. Viele genießen halt die Sonne, liegen hier. Hier gibt es ja auch einen ganz großen Spielplatz für die Kleinen. Das Wetter ist schön und ich dachte mir, in der Woche ist nicht so viel los. Wir können ein bisschen fotografieren. Währenddessen schaut Marieke Schutz-Gerlach am Brunnen nach dem Rechten. Sie ist hier Revierleiterin und erzählt von ihrem Tag. Unheimlich abwechslungsreich. Ich bin eigentlich zu 40-30% im Büro und zu den anderen Prozentteilen unterwegs in den verschiedenen Grünanlagen, meistens im Stadtpark. Eigentlich bin ich meistens am Rumfahren und Gucken. Während sie durch den Stadtpark fährt, hält sie stets die Augen offen, ob zum Beispiel beim Grillen alles okay ist. Da gibt es so einiges, worüber sich die Revierleiterin wundert. Wo man Lehrern erklären muss, dass ein Einweggrill auf dem Holztisch nicht funktioniert, weil der Grill dann brennt. Nicht nur der Grill brennt, sondern auch der Tisch brennt. Der mir aber erklärt, dass so viel Abstand zur Holzplatte, dass die Hitze nach oben weicht, da überhaupt gar kein Problem sind. Das sind sehr erstaunliche Momente. Die Parkbesucher genießen die ruhige Atmosphäre, auch wenn es abends manchmal ein bisschen lauter werden kann. Im Moment sehr friedlich, ein bisschen windig, aber sehr schön. Die Leute kommen erst allmählich. Es wird bestimmt heute noch ein bisschen voller, aber es ist sehr schön. Sehr gemütlich, sehr entspannt. Also alle entspannen sich hier, alle liegen in der Sonne. Das ist eine schöne Stimmung für alle Leute, auch für junge Leute abends. Leider, ich mache nicht so gerne, dass sie grillen und trinken. Das mache ich nicht, weil die trinken ein bisschen zu viel. Abends kann es auch mal ein bisschen feierwütiger werden, aber tagsüber ist es total entspannt. Wenn am See gefeiert und gepaddelt wird, ist es richtig voll. Aber auch nach dem Sommer lebt sich Mareike Schulz-Gerlach hier noch gärtnerisch aus. Wie ist es denn, das ganze Jahr im Stadtpark zu arbeiten? Eigentlich großartig, vor allem von September bis April. Warum? Weil dann weniger Leute da sind und man gärtnerischer tätig ist. Also ab September stehen Schnittpläne an, wir bestellen Zwiebelpflanzen, wir werden im Herbst wieder Bäume nachpflanzen. Dabei soll ein Park für die ganze Stadt entstehen, wo sich jeder nach Lust und Laune entscheidet, wonach ihm gerade ist. Will ich eine ruhigere Ecke haben, will ich ins Trubelige Mittenmang irgendwie Party machen? Oder will ich mir in Ruhe irgendwas Bestimmtes angucken? Das sind ja auch lauter Kunstskulpturen oder suche ich irgendwelche botanischen Raritäten? Fast so alt wie die Bäume hier ist auch der Stadtpark selbst und mit ihm die Familienerinnerung seiner Besucher. Das war ein Erlebnis. Die Kinder waren zufrieden. Die sahen aus nach irgendwie Maulwurfen, ne? Ich bin in Hamburg geboren, ich kenne den Stadtpark seit ich klein bin und ich war hier schon mit meinen Eltern spielen und relaxen. Mich verbindet mit dem Stadtpark so ein bisschen Heimatgefühl, glaube ich, und mal draußen im Grün sein und nicht nur zu Hause vom Computer hocken. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr nehmt sogar etwas mit, zum Beispiel euren Müll nach dem nächsten Grillen. Nach unserem TV-Beitrag habt ihr hoffentlich eine bessere Vorstellung vom Stadtpark. Das war's dann von uns. Winke, winke.